Jo Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, euer Marcus Place und ihr seht schon den Hintergrund. Ich zocke die Infinite Warfare Beta. Und zwar, was nehmen wir denn für eine Waffe? Das ist immer die Frage. Und zwar, das hier ist auch schon richtig lustig. Okay, Leute, los geht's. Okay. Ja, genau, mit Sniper, da können wir auf jeden Fall mehr machen. Okay, das Movement ist extrem komisch. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. Habe ich ihm gerade echt Hitmarke gegeben? Nee, ne? Oh doch, ich habe ihn so den Hitmarke gedrückt. Okay, nicht so viel erwarten, Leute, weil die haben schon alle stärkere Waffen als ich. Wir haben die Führung verloren. Verbündete Drohnen unter. Ich habe auch überhaupt keinen Plan, wo es hier hingeht und wo, was, wer, warum, wo ist. Falls ihr wisst, was ich meine. Okay. Alles klar, Digga, Deadspawn. Ja, gut. Okay, die Waffe ist eigentlich ziemlich stark. Ja, ich verkacke hier gerade, weil das sind genau die krass gleichen Schwitze wie im COD. Im BO3. Die schwitzen genauso rum. Ohne Scheiß, Leute, das ganze Zocken besteht einfach nur mehr aus Schwitzen. Hier spawnen sie. Unter Beschuss. What the heck? Ja, genau. Aber ohne Scheiß, so geht's mir auch. Ich muss erstmal überhaupt nachgucken, wo da irgendjemand kommt. Weil ich finde hier. Das heißt, hier zum Beispiel, der ist wieder unten drin. Also, das ist total. Das ist total verwirrend zum Teil. Oh mein Gott, ich hätte fast Freaks gehabt. Okay, springen mache ich aus dem Grund nicht so viel, weil es einfach nicht so krass geht. Wir haben die Führung verloren. Es geht einfach nicht mehr so krass, das Rumspringen, wie in BO3. Das ist eher so, ja, es ist so soft, kann man sagen. Man jumpt so soft rum. Alter, guckt euch mal das, guckt ihr ihn mal an. Absolute 100er Prezi. Ich muss erstmal die richtige Waffe auch finden. Also es ist... Das ganze Game, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz einfach. Mann, was die schlucken. Digga, die schlucken übelst. Schon wieder Assist. Meine Fresse. Alter. Vor allem die Spieleranzeigen sind ganz, ganz klein. Man sieht voll schwer, wer Gegner ist und wer nicht. Weil die, bei Black Ops 3 ist es wenigstens etwas größer. Die Namenfelder, aber hier sind sie echt extrem klein. Man hat hier echt keine Ahnung, ob es jetzt an mein Internet liegt. 3 zu 11 habe ich. Es liegt nicht an meinem Internet, Leute. Drohnenunterstützung aktiv. So viel sei schon mal gewiss.
Aber es laggt auch übelst immer in den Gunfights. Guckt euch das an. Ist doch heftig, Mann. Okay, man kommt nur so hin. Alles klar, KBAR hat der. Okay, warte mal. Ich möchte ja auch, Mann. Bekomme ich aber nicht. Okay, die Hitmarken sind auch total komisch. Also es ist alles extrem gewöhnungsbedürftig, Leute. Das ist ohne Scheiß. Im Vergleich zu Black Ops 3, eine andere Welt. Komplett andere Welt. Fühlt sich gar nicht mehr wie in COD an. Ich muss dazu sagen, dass es sich schon fast wie ein komplett, also es fühlt sich gar nicht wie ein COD an. Traue ich mir schon zu sagen. Es fühlt sich einfach komplett wie ein so ein, ja, billig COD möchte ich jetzt nicht sagen, aber es fühlt sich nicht an wie ein COD. Ja, das Rumspringen ist extrem komisch geworden. Ich find's komisch, ich hab das Rumgejumpe gemocht, auch wenn ich dadurch oft abgefuckt worden bin. Aber ja, gut. zu 18 stehe ich gerade. Das ist auf jeden Fall richtig gut für meine Verhältnisse. Okay, ich werde mal ein bisschen die Empfindlichkeit unterstellen. Nur minimal. Aber was macht er denn da? Ansonsten. Unterwegs. Ja, Design kann man auf jeden Fall mal lassen. Ja, die haben schon viel länger gezockt, die haben schon viel sicheres Movement und so. Für mich ist ja das komplett neu alles. Schlucken tun sie auch minimal, weil guckt euch das mal an. Wie viel ich den gerade gegeben habe, der hat ja. War ja immer noch nicht down. Die Map finde ich an sich ziemlich witzig und interessant gestaltet. Feindliche Versänger in Deckung. Ah, haben wir leider verloren. Ja, Leute, das war jetzt mal eine kleine Runde. Ich weiß, ich habe nicht gut gespielt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem über einen aktiven Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt es doch einfach gerne in die Kommentare oder lasst einfach ein Like da, wie ihr wollt, Leute. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Markus Place.